Willkommen zurück bei Pokémon Gelbe Edition. Wir zücken den Donnerstein und wollen ihn auf Salia einsetzen. Doch die sagt nur, Bika, Bika. Salia weigert sich. Gut, dann fliegst du jetzt aus dem Team raus. Es reicht mir jetzt. Ich schnapp mir stattdessen nämlich nun ein Blitzer. Ist eh viel cooler. Nein, Spaß. Ich will einfach nur ein weiteres Pokémon für meinen Pokédex. Natürlich spielen wir weiter mit Pikachu. Soll ja eine Challenge sein. Und bislang hat es sich ja auch noch keine großen Fehler geleistet. Ich habe jetzt hier nur das Blitzer weiterentwickelt, weil ich ein weiteres gefangenes Pokémon für meinen Pokédex brauche. Wir brauchen ja einige gefangene Pokémon, um bestimmte Items zu bekommen, wie zum Beispiel den Item-Detektor oder früher auch Blitz und noch ein weiteres Item. Jetzt müsste ich 29 haben. Also wird schon. Blitzer legen wir ab. Wir holen uns wieder Mew, denn wir haben eine kleine Reise vor. Na, wo bist du? Da bist du. Wir fliegen jetzt nach Prismania City und werden das Relaxo aufwecken. Im Anschluss zeige ich euch dann den epischen Bug, wie man ohne Fahrrad auf den Radweg kommt. So. Das Mew hat sich jetzt einfach so in einen Vogel verwandelt. Ist klar, ne? Aber gut, Mew kann eh jeder Tag. Also hat es sich einfach in einen, keine Ahnung, Ebitag verwandelt. Mit Wandler. Weil zumindest ist es ein wenig unrealistisch, dass ein klitzekleines Mew mich transportieren kann. Und mein Pikachu auch noch. Naja, sei's drum. Also, wir sind angekommen. Ich werde auch probieren, es zu fangen. Wenn das nicht klappt, ist es nicht so schlimm. Es gibt ja noch ein zweites Relaxo. Aber gut, probieren wir es einfach mal. Mit... Ich habe auch ein paar Superbälle. Oh, wobei, ich habe nur einen. Bullshit. Ja, wie gesagt, wir haben ja die Chance, nochmal eins zu finden. Deswegen ist es jetzt egal. Spielen wir die Pokéflöte. Schön, oder? Ich mag die Musik. Relaxo ist aufgewacht. Es ist brummig und greift verschlafen an. Ja, das wäre bei mir genauso, wenn ich pennen würde und man würde mich mitten in der Früh aufwecken. Es sieht auch so aus, als würde er so gerade von der liegenden Position aufstehen und... was ist hier los? Level 30. Okay. Es ist ein sehr starkes Pokémon, auch absolut beliebt. Vor allem in Gen 1, eines der stärksten in jedem Fall. Ach stimmt, wir wollten auch nochmal über die stärksten Pokémon reden, genau. Ich greife jetzt einfach mal mit Doppelkick an, ist sehr effektiv, aber das hält er trotzdem aus, weil er auch eine gute physische Verteidigung hat. Nee, Moment, hat er nicht. Hat er eigentlich nicht, nee. Die Spezialverteidigung ist besser. Nochmal Doppelkick. Vielleicht schaffen wir es trotzdem, ihn zu fangen. So. Jetzt habe ich ihn... Ah, schade. Ich wollte jetzt nämlich gerade rüber zu Pikachu gehen und das paralysieren. Aber das kann ich ja trotzdem tun. Na Quatsch, Blödsinn, der schläft doch jetzt. Der schläft doch jetzt, ne? Okay, dann noch ein paar Mal Doppelkick. Bams. Und Bams. Wir könnten es jetzt mit der Pokéflöte im Übrigen wieder aufwecken. Das funktioniert auch bei unseren eigenen Pokémon. Das Item Aufwecker ist somit unnütz geworden. Ich habe auch beide verkauft. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt wacht er auf, oder? Ja, schade. Weil, wenn er jetzt noch geschlafen hätte, dann wäre die Chance, dass er im Superball drin bleibt, höher. Ja, so bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach auf Glück zu hoffen. Nee. Okay, er will nicht. Aber wir werden es noch fangen. Keine Sorge, jetzt ist halt noch nicht der Tag gekommen. Egal, nicht weiter schlimm. Man kann ja auch noch ein bisschen warten, bis man Ultrabälle hat. Ich glaube, die kriegt man sogar in Saffronia City. Mal sehen. Relaxo hat sich wieder beruhigt. Es geht und läuft in die Berge zurück. Ja, ist klar. Und wie ist er jetzt hier an mir vorbeigekommen? Naja. Egal. Also, wie kommt man auf den Radweg ohne Fahrrad? Ich habe immer noch mein Radcoupon hier als Beweis, ne? Ich habe kein Fahrrad, so. Man geht zu dem Typen. Der labert mich zu, blablub, blablub. Lockt mich nach ganz vorne. Drückt mich auf die Seite rüber.
Aber ihr geht sofort nach links, haltet auch die ganze Zeit links gedrückt, geht nochmal nach, also die ganze Zeit links gedrückt halten und dann kann man allen Ernstes an ihm vorbeiziehen. Er versucht nochmal mich aufzuhalten, schafft's aber nicht. Und dann habe ich ein Fahrrad. Und hier ist immer noch das Radcoupon. Aber wir sind doch ehrliche Spieler, nicht wahr? Und deswegen werden wir uns jetzt das Rad auch legal holen. Ich kann es einfach nicht fassen. Der Bug ist so einfach, ja? Wie zum Teufel konnte das Game Freak nicht kapieren? Mann. Aber ist besser so. Dann haben wir wenigstens ordentlich was zu lachen. Oh, das ist ein Radcoupon. Okay, er gehört dir. Also, beziehungsweise das Fahrrad, ne? Und ich nehme den Coupon. Dankeschön. Damit kannst du jetzt auch legal auf dem Fahrradweg fahren. Im Übrigen gibt es noch einen Bug, der mit dem Fahrrad zu tun hat. Ja, ja. Jetzt bin ich gerade überfragt, womit machen wir eigentlich weiter? Wollen wir jetzt halt auf dem Radweg fahren oder nicht? Nö. Wir arbeiten die Route von Lavandia bis zu dem Relaxo ab, damit wir es dann im nächsten Part fangen können. Ja, genau so machen wir das. Und hier kaufe ich jetzt auch Superbälle. Mit denen wird es schon klappen. Wir brauchen nicht unbedingt die Ultra. Habe ich Ultraball gesagt vorhin? Hyperball meinte ich. Sorry, guys. Wir brauchen nicht unbedingt Hyperbälle. Ich kaufe jetzt einfach mal 10 Stück. Das wird wohl passen. Und dann geht's Richtung Relaxo. Diese Route hier ist eigentlich komplett unnötig. Kanto ist generell ein wenig komisch aufgebaut, weil es viele optionale Wege gibt, die man eigentlich gar nicht gehen muss. Wir tun es aber trotzdem, weil wir alle Trainer sehen wollen, alle Pokémon und die Erfahrung brauchen. Wer ist denn hier? Meine Pokémon wurden im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebeten. Ich gebe dir diese TM, ich benötige sie nicht länger. Danke. Also zumindest, wenn das eine gute TM ist. Wenn nicht, dann kannst du sie wieder haben. Warte mal. TM aktiviert. Sternschauer. Ja, gut. Ist okay. Trifft halt auch bei Schaufler und Fliegen. Du schaust durch das Fernrohr. Du siehst einen angelnden Mann. Aha. Und hier? Du siehst den Pokémon-Turm. Ja, super. Da waren wir gerade drin und diesen schaurigen Ort möchte ich nicht mehr sehen. Also gehen wir wieder zurück nach Orania City. Mehr oder weniger. Und auf dem Weg treffen wir größtenteils Angler. Deswegen ist jetzt die Zeit für Salia und für Bisaflor wieder gekommen. Dup, dup. Der hier müsste auch ein Angler sein, oder? Cool, mir ist etwas ins Netz gegangen. Dann lass mal sehen, was es ist. Bitte komm mir nicht mit Carpador, Junge, ne? Es gibt viel geilere Pokémon. Wie er schaut so. Ich hab was richtig Cooles gefangen. Naja, Goldini. Ich verstehe übrigens bis heute nicht, warum Goldini immer in Super Smash Bros. Die Arschkarte zieht. Weil wenn man einen Pokéball hat und es kommt ein Goldini raus, dann macht es ja nichts. Das ist das schlechteste Pokémon, das man kriegen kann, neben ein paar Legis, die auch nichts machen, wie Mew oder Celebi. Aber warum ist es nicht Carpador? Carpador ist doch das lämmste Pokémon, das es gibt. Okay, es gibt noch ein schwächeres, Sonnenkern, aber ja, Carpador kann halt nur Platscher und irgendwann Tackle. Und es war ja von Anfang an immer das größte Opfer. Von daher checke ich echt nicht, warum Sakurai sich für Goldini entschieden hat. Hat Sakurai irgendeinen Hass auf das Pokémon oder so? Gibt's da irgendein Statement? Weil ich verstehe es echt nicht. Naja, der Kerl wird's besser wissen. Level 32! Hier Pika Pikachu. Und der Angler ist besiegt. Ich hoffe mal, hier gibt es nicht so viele Trainer, weil ich habe eigentlich nicht so einen großen Bock auf diese Route. Oh, hier ist auch noch ein Item, wo wir nicht hinkommen können. Weil man nämlich Surfer dafür außerhalb eines Kampfes einsetzen muss. Das jedoch dauert noch. Im Übrigen, um nach Saffronia City zu kommen, kann man entweder diese Route hier nehmen, die wir gerade ablaufen, oder den Radweg nehmen. Der Radweg geht schneller. Wir werden aber ohnehin beide Wege abchecken. Wir können jetzt allerdings auch schon nach Saffronia City. Ey, Quatsch. Oh, was laber ich eigentlich? Ich habe die Städtenamen verwechselt. Mann, bin ich blöd.
Okay, nochmal von vorne. Um nach Fuxania City zu kommen, kann man entweder diese Route hier nehmen oder den Radweg. Und der Radweg ist schneller. Wir könnten aber auch nach Saffronia City gehen, weil wir ja jetzt das Tafelwasser haben und diese Wärter zufriedenstellen können. Das jedoch würde uns nichts bringen, weil die Stadt von einer Rocket-Invasion getroffen wurde und unter anderem auch die Arena blockiert sein müsste. Es ist daher sinnvoll, erstmal nach Fuxania City zu gehen. Ich weiß allerdings nie, welche Arena offiziell zuerst kommt. Die von Saffronia City oder die von Fuxania City? Ich weiß es wirklich nicht, aber ich glaube, die von Fuxania ist offiziell die 6. Arena und die von Saffronia die 5. Es ist aber eigentlich wurscht, denn wir brauchen eh alle Orden. Und wir werden auch alle bekommen, oder? Ja! Gut, mein Team ist motiviert. Und hier läuft's bislang auch. Die ganzen Trainer haben nichts zu melden, aber das sind auch keine wirklich starken. Wie gesagt, fast alles Angler. Später kommen dann noch andere hinzu. Aber das hier ist eigentlich ein Spaziergang. Ich finde die Route aber relativ schön. Man läuft auf Stegen, überall schönes Wasser. Hat eine tolle Atmosphäre. Damit es aber trotzdem nicht zu lame wird, habe ich wieder ein paar Sachen rausgekramt, die man diskutieren könnte. Und zwar habe ich Erschreckendes über das Pokémon Parasect gelesen. Denn wenn man sich den Pokémon Gelb Pokédex-Eintrag zu diesem Pokémon durchliest, dann steht da sowas wie: Der Pilz auf dem Rücken entzieht dem Wirt-Pokémon Energie. Deswegen erhält es die Kontrolle über das Pokémon. Das heißt eigentlich im Klartext, dass Parasect willenlos ist. Ein willenloser Sklave. Und unterstützt wird diese Theorie, was heißt Theorie, das ist eigentlich relativ offensichtlich, dadurch, dass Paras, die Vorentwicklung, noch relativ fröhlich aussieht und noch Pupillen hat. Parasect jedoch hat keine. Und ja, die Attacke brauchen wir nicht. Erhöht die Init stark. Braucht man aber nicht. Nein. Ja. Das Pokémon hat noch Pupillen und Parasect hat keine. Und jetzt, wo ich das gelesen habe, muss ich sagen, ja, das klingt tatsächlich plausibel. Parasect sieht wie ein willenloser Sklave aus. Ihr müsst euch mal das Artwork zu ihm angucken. Ist echt so. Voll übel. Noch interessanter daran ist, dass Nintendo diese Vorgehensweise aus dem Real Life geklaut hat. Denn es gibt tatsächlich einen Pilz, der im Regenwald vorkommen kann. Der nennt sich Kernkeule. Und... Ach, da ist ja schon das Relaxo. WTF? Sollen wir es jetzt schon herausfordern? Ja, komm, mach mal. Wird schon hinhauen. Aber ich... Ja, ich glaube, ich kämpfe mit Pikachu. Genau. Ich werde es sofort paralysieren, damit es sich nicht heilen kann mit Erholung. Jetzt darf es aber halt nicht sterben, ne? Wie ich mich kenne, werde ich Pech haben. Naja, jedenfalls gibt diesen Pilz im Regenwald. Kernkeule nennt er sich, der befällt Ameisen und zwingt sie dann im Endstadium dazu, auf Bäume hochzuklettern. Und durch den Wind kann er sich dann über Sporen verbreiten. Und deswegen hat Parasect auch die Fähigkeit Sporenwirt. Lustig, oder? Oder besser gesagt gruselig. So, Donnerwelle! Okay, paralysiert ist er schon mal. Der Depp wollte sich direkt erholen, aber das geht jetzt, glaube ich, nicht mehr. In späteren Generationen kann man das trotzdem nutzen. Aber ich glaube, hier ging das noch nicht. Falls doch, werden wir es gleich erfahren. Weil er konnte es ja jetzt nicht nutzen, weil er Maximal-KP hatte. Wow, der hat's drauf. Aber das wusste ich ja schon vorher. Angriffsmäßig ist er richtig gut dabei. Komm zurück! Wir müssen Relaxo fangen. Amnesie. Der Spezialwert nimmt zu. Vorsicht. So, Doppelkick.
Genau. So, Was? Er kann tatsächlich... Er kann tatsächlich Erholung nutzen. Okay, damn it. Das ging also schon immer. Ich dachte, da kommt so eine Fehlermeldung, wie bla bla bla, er ist schon paralysiert, kann nicht eingesetzt werden. Oder schlug Fehler oder sowas. Na, wieder was gelernt. Okay, nochmal Doppelkick und dann werfen wir Bälle. Bitte nicht sterben. Kein Volltreffer, kein Volltreffer. Sehr schön. So, jetzt muss er drin bleiben. Komm schon, Junge. Bleib im Superball drin, bitte. Da. Immer schön A drücken, wenn der Rauch kommt. Das hilft ja angeblich. Autsch, du tust mir weh, Mann. Wo ist jetzt? Mann, bleib doch drin! Und setz bloß keine Erholung ein, sonst werde ich sauer. Nochmal. Tja! Mann, der kooperiert nicht. Attacke ging daneben. Es ist spannend. Oh mein Gott, ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Ich glaube, das wird nichts. Und jetzt habe ich auch noch das Problem, dass Maxi sterben könnte. Ich werde jetzt aber ihn nicht heilen und auch nicht auswechseln, weil ich müsste eine Runde dafür verbrauchen und... Scheiße, das kann ich momentan nicht riskieren. Dammit, jetzt bleib doch in dem Ball! Na, und wer wollte keine Hyperbälle kaufen? Scheiße. Okay, ich hab noch eine Chance, ich hab noch eine Chance, aber wollt auch keine Bälle mehr. Bald auch keine Bälle mehr, ich glaub's nicht. Wie er mir 1000 Chancen einräumt, ne? Jetzt vielleicht, jetzt vielleicht! Ja! Boah, meine Güte! Ich saß hier wie auf Kohlen, du. Richtig übel. Aber jetzt habe ich dich. Dann schauen wir direkt mal hier drüben. Ist hier eigentlich ein Item? Ah, das prüfen wir gleich mit dem Item-Detektor nach. Schauen wir gleich hier drüben bei dem Gehilfen nach. Und holen uns unseren Item-Detektor. Hallo, ich bin der Gehilfe. Wir haben uns ja schon mal gesehen. Letztens hast du mich angelogen, aber hast du jetzt 30 Pokémon gefangen? Ja, stimmt. Du hast tatsächlich 30 Pokémon gefangen. Na, dann hast du das hier redlich verdient. Der Detektor. Auf dem Boden liegen oft Items, die man nicht sehen kann. Der Detektor spürt Items in deiner Nähe auf. Allerdings ortet er nicht die exakte Position. Du musst dich schon gut umschauen. Okay. Trotzdem danke. Also... Wie gesagt, gucken wir gleich mal, ob hier was ist. Die Route ging jetzt schneller vorbei, als ich dachte. Ich glaube, in Feuerrot, Blattgrün ist hier mehr Zeugs. Also mehr Trainer, besser gesagt. Wie komme ich auf Zeugs? Jetzt ist die Frage, wo das... Ah, hier. Ein Hypertrunk. Nehme ich doch gerne mit. Na, danke. Okay, dann gehen wir mal weiter runter. Sportangelzone. Den Hypertrank könnte ich im Übrigen direkt einsetzen, oder zumindest einen Supertrank. Einige meiner Pokémon sind ja doch sehr verletzt worden. Das Tafelwasser benötige ich noch. Da ist Supertrank zweimal. Einmal hier. Und einmal... Hier. In der ersten Generation ist es leider auch noch so, dass da jedes Mal das Item erneut ausgewählt werden muss. Aber ich glaube, das war ja bis zur 5. Gen oder sogar bis zur 6. Keine Ahnung, warum die so lange gebraucht hatten, um auf diese Idee zu kommen. Und dummerweise ist der nächste Trainer einer mit Elektro-Pokémon. Ein Gitarrist. Nee, ein Rocker. In Feuerrot, Blattgrün ist es ein Gitarrist. Aber hier gab es nur Rocker. Ui, und jetzt sind die Pokémon der Trainer auch ein bisschen stärker geworden. Wir setzen Maxi ein. Falls jetzt eine Elektroattacke kommt, aber ich rechne nicht damit, weil Pikachu ist ja auch Elektro. Ja, es kommt Kreideschrei. Oh Gott, meine Ohren. Was soll das? Gib ihm den Mega-Hieb. Treffer. Aber der ist auf 29, deswegen könnte es knapp werden. Ja. Aber er setzt nur Lichtschild ein. Was ihm überhaupt nichts bringt, weil wir ja physisch angreifen. Du bist doof. Und wirst bestraft. Wow, ein Elektroball. Die Weiterentwicklung. Sehen wir zum ersten Mal.
Ja, ich wollte jetzt eigentlich gerade zu Simsala wechseln, aber der hat ja noch sein Lichtschild, ne? Deswegen bringt das gar nichts. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich schneller bin und mit meinem Hornbohrer treffe. Komm, Maxi, gib's ihm. Dammit, unversehrt. Und ich weiß halt auch nicht, ob ich schneller bin. Ja, doch, bin ich. Bin ich, ja. Aber ich treffe nicht. Nee, bin ich nicht. Bin ich dumm? Ja, ich bin dumm. Jetzt wird er sterben. Ja, völlig verdient. Dass er sich so blöd anstellt und nicht mal checkt, dass er langsamer ist. Völlig verdient. Mann, bin ich blöd, ich bin so dumm. Ich hätte einfach nur gucken müssen, wer zuerst angreift, ne? Blöd! Mein Bruder ist der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Möchtest du auch? Mhm. Cool. Du bist echt geil. Dann nimm das hier. Die Superangel. What? Wir kriegen die Superangel vor der Profi-Angel? Okay, weil eigentlich ist die Superangel die beste Angel. Das ist jetzt strange. Na meinetwegen, ne? Was haben wir denn hier? Etwas Interessantes. Zerschneider! Jemand bewacht ein Item. Was ist es? Wir werden das erst erfahren, wenn wir den Trainer besiegt haben. Und er hat zwei Viecher. Nein! Ernsthaft? Unnötig hoch 10. Aber zum Glück hatte er keine 5, weil es gibt traditionell immer einen mit 5. Darf ich mal fragen, warum der Zerschneiderbaum wieder da ist? Und logisch, ich kann keine Items mehr tragen. Ach komm jetzt, tschüss, bis morgen. Ja, sorry für den kurzen Freakout, aber das geht mir echt auf den Sack mit den Items, Mann. Wir beenden den Part damit, dass ich den Wärtern hier das Tafelwasser überreiche. Damit wir da endlich durch können. Oh, ich bin im Verdursten da. Was? Das Getränk ist für mich? Oh, vielen Dank. Entschuldigung. Oh. Wenn du nach Saffronia City möchtest, darfst du passieren. Ich werde den anderen Wachen etwas abgeben. Zusammen mit meiner Saba, die jetzt in diesem Tafelwasser schwimmt. Ja, das werden die anderen bestimmt... Oh, was ist das denn hier? Das ist ja voll gelblich. Und seht ihr, die Rockets blockieren die Häuser. Und auch die Arena. Solche Ärsche, ey. Hier gibt es sogar zwei Arenen. Und was es damit auf sich hat, das werden wir dann irgendwann erfahren. Im nächsten Part machen wir die andere Route weiter. Aber hier möchte ich schnell weg. Das Gelb gefällt mir nicht. Tschüss.